Jo, gerne, kein Problem. Zeig mir mal deine Ware. Okay. Alter, die hat eine Gusche gezogen. Meine Güte, da kriegst du ja Angst. Na, kommt, macht eure Attacken. Oh, ja. Ja, du willst angreifen, alles klar. Glück gehabt. Ja, sehr schön, der Inn ist gleich hinüber. So, der mit seiner... Ach Mann, ich hab gedacht, mit der kurzen Attacke, mit der schnellen, erwische ich ihn gleich. Oh, sehr gut. Ja, er macht seinen Tanz da. Ah, vorbei. Puh. Na, was ist los, ha? Keine Lust mehr? Ja, komm. Als ob du mir davon kommst. Ich habe ja gespeichert, jetzt ist ja eh egal. Und du, was macht mit? Ja, sauber. Und da haut sie um. Ja, die hat ein bisschen was drauf im Vergleich zu ihren Kameraden. Aber krieg mal hin. Ja, wenn er zu dritt nicht klarkommt, Jungs, dann wisst ihr Bescheid, ne? Daneben. Hier, nimm das. Du, was macht um mit? Und da hat sie umgehauen. Ah, die hat wieder geblockt. Meine Spezialattacke hat keinen Schaden gekriegt. Ach, verdammt. Ja, komm. Cheate noch ein paar Mal. Ich heim mich jetzt nicht. Ja, sehr gut. Schlägerin tot. Weil ich leg mich jetzt einfach hin. Na, moin. Alles klar? Viel Spaß im Vor. Ja, danke. Jetzt, wo ich die Schläger los bin, geht's mir auch wieder richtig gut. Bloß, dass ich mal schnell mich heilen muss, bevor wir jetzt hier zu den Händlern gehen und hoffentlich eine bessere Waffe kriegen. Ist natürlich genial, ne? Bevor du die bessere Waffe hast, greifen dich nochmal irgendwelche Schläger an. Aber die geben so viel Erfahrung, wie eine Quest abgeben. Das ist eigentlich ganz cool. Kriegst du doch ganz bisschen was an Erfahrung. Ja, hier, steh auf. Wir können ja mal ganz kurz hier reingucken, wie wir da erfahrungsmäßig aussehen. Bis hierhin geht der Balken. Also da ist noch ein bisschen was zu tun. Ich finde das schade, dass da nicht da steht, wie viel Erfahrung da fehlt. Gelte neutral, ja, juckt mich doch nicht. Ich hätte gerne gewusst, wie viel Erfahrung mir zur nächsten Stufe fehlt. Ich weiß, dass ich Stufe 15 bin. Hm, naja, gut. Aber über die Hälfte ist auf jeden Fall schon geschafft. Weil mit der nächsten Stufe kann ich dann 10 Attributspunkte oder 11 Attributspunkte verteilen. Weitere. Und damit können wir vielleicht so weit, dass wir eine bessere Waffe tragen können. Wobei ich ja gesehen habe, dass die alle ein bisschen... Warte mal, du bist gewischt. Zeig mir deine Ware. Alles klar. Hast du trotzdem Waffen? Nee, hast du nicht. Warst du der Waffenhändler? Ja. Ja, dann zeig mir doch mal, was du hast. Aber natürlich. Hier, Kettenschwert ist ganz cool, aber Kettenschwert 1 wäre cooler. Reaper ist auch ganz cool. Zange ist mir wurscht. Kettenschwert. Das Kettenschwert 1 war das halt. Hat er jetzt nicht mehr. Was ein bisschen doof ist. Das heißt, ich muss das Kettenschwert kaufen und verbessern. Mach ich mal. Zeig mir. Aber nicht. Ja. Gönn mir mal das Kettenschwert. Und dann oben beim Dock gab es eine Werkbank. Da können wir das Ding hoffentlich gleich mal. Wo komme ich denn hier zum Dock? Da. Können wir das Ding gleich mal aufbessern und haben dann hoffentlich ein paar mehr Schaden. Ich meine, Kenner hat mehr Schaden als ich, aber. Das nützt mir beim Kämpfen nichts. Außer, dass ich die Kämpfe 50.000 Mal versuche. Vor lauter Schaden. Hier, so, Werkbank. Waffe aufbessern, Kettenschwert.
Eisenerz, Goldbrocken, Hammer alles einstecken. Und dann, ja, machen wir 3 mehr Schaden. 3 mehr Schaden und müssen das da leveln. Was wir machen können, wenn wir auch noch einen Elex-Trank brauchen. Also machen wir das mal. So, Kettenschwert einzuhalten. Mich hat es gerade gewundert, dass es keinen Sound gab. Deswegen war ich gerade verwirrt. Und wir brauchen jetzt noch einen Elex-Trank. 2 Attributspunkte, genau. Diesen oder diesen. Ja, mach ruhig diesen. Nee, einer reicht erstmal. Sehr schön, danke. So, dann saufen wir den mal rein. Wo war der? Ich glaube hier. Elex-Trank. Oh, ich hatte sogar noch einen. Verdammt, hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Wir brauchen 39 Stärke, 39 Geschick. Dann haben wir nur noch einen Punkt. Huch, ach, verwerfen. Ja, nee. Ja. Annehmen, wunderschön. Und jetzt können wir eine neue Waffe wählen. Nämlich unser Kettenschwert 1. So. So, mach mal richtig Schaden, nämlich... Steck die Waffe. Ja, ist alles gut. Willst wohl doch keinen Ärger, was? Nee, ich wollte bloß mal kurz gucken. Alles gut. Schön. Neue Waffe. Naja, jetzt 3 Schaden mehr. Macht jetzt wahrscheinlich nicht das Krautfett, aber wir nehmen das erstmal mit. Ist ja besser als nix. Und wir brauchen die Attributspunkte eh auch dann für das verbesserte Breitschwert oder das verbesserte Kriegsschwert. Von daher denke ich mal, ist das nicht schlecht angelegt. Also hoffe ich zumindest. Das wäre ganz gut, wenn das nicht schlecht angelegt wäre. So, wollen wir mal Frank fragen, was er zu sagen hat. Ich habe mit Hermut gesprochen. Ich habe mit Hartmut gesprochen. Du bist auf unseren Gruppenführer gestoßen? Seit wann lässt er sich hinab, mit einem Außenstehenden zu reden? Er wirkte auf mich alles andere als abweisend. Ah. Wenn er dir vertraut, war mein Misstrauen dir gegenüber wohl etwas verfrüht. Er gab mir den Auftrag, dich freizukaufen. Das hört sich gut an, aber ich sollte meine Euphorie bremsen. Noch sitze ich hier. Ja, auf jeden Fall. Aber hier, die Wache ist tot. Bereite dich auf die Flucht vor. Bereite dich auf die Flucht vor. Was? Das Miststück schweigt für immer? Das macht es erheblich einfacher, von hier zu verschwinden. Jetzt blind loszurennen macht keinen Sinn. Ich passe den richtigen Moment ab und schlüpfe durch ihre Reihen. Ach ja, falls du auf eine Belohnung spekuliert hast, muss ich dich enttäuschen. Die Kerle haben mir jeden Splitter Elexid abgenommen. Aber die Erkenntnis, das Richtige getan zu haben, ist schließlich auch von Wert. Sicher. Hartmut wird sich an meiner Stelle erkenntlich zeigen. Davon bin ich überzeugt. Ja, dann gehen wir gleich nochmal dahin. Such ihn also auf, wenn du knapp bei Kasse bist. Mir bleibt nur noch übrig, dir alles Gute zu wünschen. Wenn du das nächste Mal das Fort betrittst, werde ich wohl nicht mehr da sein. Also, mein Freund, halt die Ohren steif. Ja, sauber. Da haben wir und die 1000 Splitter, die er uns gegeben hat, die haben wir gleich mal behalten. Oh, das ist ja super. Das ist genau das Richtige. Eigentlich sind wir dann jetzt hier so gut wie fertig. Hey, du. Nasty will mit dir sprechen. Tatsächlich. Du meinst also, ich kann mich trauen, dieses Vibe noch einmal anzusprechen? Na schön, ich merke mir deine Visage, falls das eine Lüge ist. Was will sie denn jetzt? Eine von deinen Pfeifen hat mir gesagt, ich soll mich bei dir melden. Ich hab mich mal umgehört. Du machst hier die ganzen Leute verrückt. Weißt du das? Ach ja? Allerdings, jeder Zweite hier hält dich für eine harte Sau. Aber wenn ich dich so ansehe, dann glaube ich, du überlebst nicht mal einen anständigen Sandsturm. Ich denke schon. Also ich muss ja irgendwie durch die Wüste gekommen sein, ne? So, hast du mich hier... Du hast mich hier nicht antanzen lassen, um mir das zu sagen, oder? Und wann kommt der Teil, der mich interessiert? Naja, ich hatte schon bessere Zeiten. Nee. Aber warum hast du mich jetzt hier antanzen lassen? Du hast mich hier antanzen lassen, um mir das zu sagen, oder? Na dann wollen wir doch mal sehen, was du wirklich drauf hast. Hör zu, ich mach dir einen Vorschlag. Wir machen einen kleinen Ausflug. Dann kannst du mir beweisen, was du wert bist. Ja, warum eigentlich nicht, ne? Mal gucken, was er vorhat. Warum nicht?
Ich habe da eine große Sache, die erledigt werden will. Doch brauche ich richtige Männer dafür, nicht das gewöhnliche Gewürm, das hier so rumläuft. Also werde ich dich erst einmal testen, ob du auch was aushältst. Bereite dich vor und dann gehen wir, klar? Ja, stell mir deine Prüfung, wa? Okay, wir sehen uns draußen, vor der Stadt. Reaper sind das, glaube ich. So, Freundchen, wie du siehst, ist die Gegend da drüben ziemlich insektenverseucht. Was du jetzt tun musst, ist einfach. Geh rüber und erledige die Biester. Kriegst du das auf die Reihe? Ich schätze schon. Na dann beweg deinen Arsch. Ich schätze nicht, dass wir das auf die Reihe kriegen. Aber da die Kollegen ja hier drüben stehen, können wir die einfach mal dahin locken. Hier. Ach, ihr seid gar keine Reaper? Verdammtes Biest! Ja! Ja, sehr gut. Ich habe sogar ein Blatt gekriegt. Sauber. Insektenplage. Ja, komm. Insektenplage 2 ist auch erledigt. Sehr gut. Ja, ich sag ja, kein Problem. Oh, der hackt voll daneben, ey. Ja, sauber. 1000 Erfahrung. Ja, klar, alles kein Problem. 1000 Erfahrung, nice. Na? Zufrieden? Naja, für den Anfang schon nicht schlecht. Ich überleg mir mal in Ruhe, ob ich was mit dir anfangen kann. Komm zu mir, wenn du dich wieder einigermaßen erholt hast. Mal sehen, vielleicht gebe ich dir dann einen richtigen Job. Ja, das war doch kein Problem. Oh, aber schöne, was weiß ich, 1500 Erfahrung oder so gab der Unsinn hier. Ja, da sind wir fast Stufe 16. Nice. Das ging ab. Und wir sind hier gleich bei Herbert in der Nähe. Da können wir gleich mal hingehen. Und ihm Bescheid sagen, dass wir Frank befreit haben. Und dass wir gerne eine Belohnung hätten. Weil die... Wollen wir den mal versuchen? Ich hab Duras nicht mit, ne? Ist egal. Es wird doch ohne gehen. Na ja, genau. Ja, guck mal, ich mach Schaden. Findest du gut, ne? Sogar richtig viel. Ja. Da greifst du schön an. Ja, schon wieder. Muss jetzt hier aufpassen. Genau. Mist. Ja, immerhin der Combo-Abschluss hat getroffen. Das ist ja das Wichtigste hier. Ja, sehr schön. Ja, nimm das. Haha. Na? Alles gar nicht so einfach, wa? Komm mal her. Ich hab fast das Gefühl, ohne Dura ist alles kein Problem. Das war jetzt doof. Aber es geht. Juhu, daneben. Ja, nimm das. Ich weiß jetzt nicht, ob man die drei mehr Schaden merkt, aber auf jeden Fall kriegt man ja das Vieh hier ganz gut hinüber. Bom, bom, bom. Ja, du weichst lustig aus. Ja, ich krieg dich trotzdem, auch wenn du ausweichst. Weil ich so mega bin. Ja, komm. In den Hintern ist immer schön. Nein, der ist gleich hinüber. Noch einmal und dann... Ja, ja, komm, da erwische mich nochmal. Sicherlich. Oh, 60 Erfahrung. Harter kämpft, aber macht nix. Es wird langsam. Unsere Kampfstärke. Gerade beim Speichern, ne? Verdammt. Puh, Glück gehabt. Gleich nochmal speichern. Da war eine Mine. Ich habe mich voll hingestellt dafür. Oh Mann. Ich hoffe, wir sind jetzt nicht noch mehr. Ich glaube, ne? Ja, jetzt ist die Frage, wo kam man jetzt hier zu Helmut hoch? Ich finde, der war doch hier irgendwo. Da oben sieht es vielleicht so aus, als könnte man da hin. Es wäre hier so ein kleiner Weg, weißt du?
Dann machen wir mal hier den lustigen Wandersmann und laufen hier lang. Ich glaube, das ist richtig hier. Ich habe ja jetzt keine Markierung mehr auf der Karte, für wo es lang geht. Aber ich glaube, das passt. Ja, klar, hier ist es richtig. Na, Helmut, du bist immer noch da. Aber ich habe Frank befreit. Frank ist frei. Und ich nehme an, das haben wir dir zu verdanken. Na klar. Korrekt. Und da du keiner der unseren bist, erwartest du sicher eine Belohnung für diese Nachricht. Na, aber sicher. Hier, als Aufwandsentschädigung. Nochmal 300 Splitter, schön. 1300 Splitter dafür. Schade, dass er keine Erfahrung mehr gegeben hat. Huch, kommt der Frank? Na, ich cool. Kann jetzt nicht. Er kann jetzt nicht, ja, komm. Aber ich will mal gucken, ob die jetzt miteinander quatschen. Frank? Was los, hä? Wie ist die Lage? Ich kann jetzt nicht. Ja, wow, okay. Ich habe wirklich keine Zeit. Doch, so viel Spannendes auf einmal. Damit hätte ich jetzt nie gerechnet. Verdammt. Schade, ich habe gedacht, die quatschen jetzt kurz miteinander. Das hätte mir ja gefallen. Was haben wir denn jetzt hier noch für Quests? Hauptmission möchten wir nicht, Gefährten wollen wir nicht. Hier, Tavar. Mäuler stopfen. Ah, ja, genau. Stimmt, die Mutprobe ist auch noch. Und ein mechanischer Wächter. Alter Code stinkt nicht. Ja, das wird noch dauern. Aber Mäuler stopfen können wir nochmal abarbeiten. Theoretisch brauchen wir auch eine... Stimmt, und wir müssen Chloe Bescheid sagen, dass das mit den Schlägern nie so geklappt hat, wie sie sich das vorgestellt hat. Ich meine, schlimm finde ich die jetzt ohne, weil die geben jedes Mal 100 Erfahrung. Vielleicht schickt sie noch mal ein paar. Dann kann ich wenigstens aufleveln an den Dingern. Oh Gott, wo war denn Hank? Ach, da war Hank. Ja, das liegt ja gleich beisammen. Wunderschön. Braucht man da was beim Müllbaron? Eigentlich nicht, ne? Mülli, wie sieht's aus? Bring mir was bei. Bring mir etwas bei. Wird gemacht. Was hast denn du? Ach, du hast Überleben. Strahlungsresistenz, Feuerresistenz, Frostresistenz, Giftresistenz. Alles nicht so cool, aber Rüstung wäre schön. Den Rest haben wir ja eigentlich schon. Sechsten Sinn brauche ich nie unbedingt. Ausdauer 2. Naja, 60 Konstitution, ne? Das dauert noch. Teleporter auf der Karte brauchen wir auch nicht wirklich. Die finden wir oder so. Und wenn nicht, dann laufen wir halt so hin. Das ist ja jetzt nicht so schlimm. Dank dem Jetpack gibt es ja keine Hindernisse, wo du... Oder gibt es nie so viele Hindernisse, wo du übelst weit rumlaufen musst. Und dann kannst du ja einfach über irgendwas drüber fliegen. Sind die alles klar? Du arbeitest gerade nicht. Ja, ja. Dann halt nicht. Hank, wie ist die Lage? Hier. Ich habe deine Warenkisten von der Karawane. Das ist ja schon immerhin etwas. Oh, nice. Was genau ist denn passiert? Die Karawane wurde von den Alps überfallen. Als hätte ich es geahnt. Gab es Überlebende? Ja, ein Läufer namens Kit hat sich dort versteckt. Er wird dir keine Probleme machen. Ich wusste, auf dich ist Verlass. Hier, ich habe ja gesagt, ich würde dich anständig bezahlen. Ich hatte schon Sorgen, dass hier eine Panik ausbricht, wenn herauskommt, dass unsere Nachschubsrouten nicht mehr sicher sind. Aber dank dir habe ich jetzt genug Zeit, eine neue Route zu finden. Jo, gerne, kein Problem. Zeig mal deine Ware. Okay. Alter, die hat eine Gusche gezogen. Meine Güte, da kriegst du ja Angst. So, ich will Essen kaufen. Also nicht Essen kaufen, sondern rezeptblutigen Burger, kennt man ja. Sondern ich kaufe jetzt hier das Brot, verkaufe mal so ein bisschen was von meinem Geschüssel und dann können wir mal wieder so ein bisschen so ein paar Burger machen. Das hier ist alles zum Verkaufen, ne? Ich glaube. Oh, das gibt echt gut Geld hier. Nice. Ja, hier, Hornplatten. Alter, es gibt Kohle, du. Was soll ich mit der ganzen Kohle machen? Hier, die Federn weg, Kralle weg. Nice. 15.000 Geld. Jo, den Rest behalten wir mal. Den Handel können wir auch abschließen. Jetzt bräuchte ich eine Kochstelle. Damit ich mir ein bisschen...
ein bisschen paar Burger braten kann. Die Frage ist, wo ist hier eine Kochstelle gewesen? Ich weiß, hier war irgendwo eine. War das dort, wo Ratte war? Das kann man sehen, wie man will. Weiß ich nicht. Meine Fresse. Ist hier noch irgendwas? Huch. Was hast du da vor? Nix, alles gut. Zeig mal, was du anzubieten hast. Hat er noch Brot? Kein Problem. Na klar hat er Brot. Ich habe gerade 23 Brot. Ja, nee, dann warten wir damit mal. So wichtig ist das jetzt auch, ne? Ich könnte Eintöpfe kaufen, dann hätte ich nochmal was zu heilen. Ich habe deine Grüße erhalten. Ich habe deine Grüße erhalten. Und du lebst noch? Sieht so aus. Deine Schläge haben versagt. Ich habe die 3 Schläge angeheuert, um dich umzubringen. Du scheinst stärker zu sein, als du aussiehst. Ich denke, wir haben unsere Streitigkeiten ausgeräumt. Das denke ich nicht. Das denke ich nicht. Mir egal, was du denkst. Du hast mir bereits einmal fast die Nase gebrochen. Ich werde nicht nochmal gegen dich kämpfen. Mach, was du willst, aber lass mich in Ruhe. Na, aber ich kann... Bring mir etwas bei. Na gut. Sie kann mir immer noch Zeug beibringen. Oh, den Feilscher könnte ich mal machen. Ich wüsste nicht wozu, weil ich Kohle hab. Bis zum Ende der Welt. Aber hier, Attributspunkte wäre cool. Gibt sofort 10 zusätzliche Attributspunkte. Klar, gib her den Schmarrn. Nehmer. Noch irgendwas Interessantes? Ja, der Feilscher. Ich habe noch 3 Lernpunkte. Ich muss mir so ein bisschen aufheben. Gruppe. Erhöht die Kampfkraft deiner Gefährten mit jeder Stufe. Will ich noch mit Gefährten rumrennen? Ich meine, wenn die wieder was können, wäre das ja eine Idee. Ja, ich wollte ja eigentlich auch mit ihr rumrennen, die mir da in Tavar, mit der Magierin. Weil die finde ich interessant. Soll ich da Gruppe skillen? Ich habe 3 Lernpunkte. Müsste mir aber aufheben. Was brauchen wir denn hier? Ja, 55 Gerissenheit. Demnächst nicht, mein Freund. Es ist eine Frage, ne? Wenn ich weiterhin mit Gruppenmitgliedern rumrenne, dann macht es Sinn, das zu skillen. Wenn nicht, nicht. Ja, ich warte noch. Ich weiß es noch nicht. Kann man ja später noch entscheiden. Erstmal was trinken. Aber wir haben jetzt ja 10 zusätzliche. Dann haben wir jetzt wieder 20 Punkte. Oh, da können wir mal... Ich glaube nicht, dass es schon reicht für ein besseres Schwert. Aber vielleicht reicht es schon für besseren Kampf. Dass ich bei Kämpfen wieder irgendwas lernen kann, um noch mehr Schaden zu machen. Das wäre nice und das hilft ja dann meistens auch in die Richtung Waffe. Von daher gucken wir uns das mal ganz kurz an. Huch, warte mal, kann ich hier auch angucken? Muss ich nicht extra hinlaufen? Hier, Kampf, Nahkampfwaffen. 55 Stärke müsste ich kriegen. Das kriegt man nicht hin. Da brauche ich mehr als 30 Punkte. Um das hinzukriegen. Schade. Mehr Fernkampfwaffen will ich nicht. Schwere Waffen will ich auch nicht. Angriffsstärke braucht noch. Puh. Ja, das kriegt man demnächst nicht hin. Granaten will man nicht. Jetpack-Angriff. Kriegt man nicht. Mutanten-Killer könnte man machen. Gibt ja einen Schadensbonus im Kampf gegen Mutanten. Und Maschinenkiller, aber 40 Gerissenheit, da müsste ich mein ganzes Zeug in Gerissenheit stecken und dann würde ich mehr Schaden gegen Mutanten machen. Ist halt die Frage, ob es eine Eva wäre, die Waffe zu verbessern und dann die verbesserte Waffe quasi zu tragen. Deswegen will ich mal ganz kurz gucken, was die verschiedenen Waffen, wenn die verbessert sind, an Stats brauchen. Dann kann ich mir nämlich überlegen, ob ich das machen will. Also, das Kettenschwert, wenn wir das verbessern, dann wird das wahrscheinlich so gut, dass wir das ewig nie tragen können. Ja, 53, das passiert demnächst nicht. Breitschwert. Wenn wir das verbessern. 49, das braucht also 40. Ja, da brauchen wir 40 Attributspunkte für. Das wird demnächst leider auch nicht passieren. Die Axt.
auf der nächsten Stufe 6 Angriff mehr. 51 Stärke und krieg mal auch nicht hin. Schade. Ignis Artefakt dann natürlich auch nicht. Mist, hier geht nichts.